Leute und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin hier gerade auf der IFA in Berlin und gerade auf dem Stand von Vico, denn die haben heute zwei neue Smartphones vorgestellt. Einmal das View 2 Go und das View 2 Plus. Was es damit auf sich hat, welche Features diese mit sich bringen, das seht ihr alles in diesem Video. Ich wünsche euch viel Spaß. Schauen wir uns nun die beiden Smartphones etwas genauer an. Die sind im Bereich der Mittelklasse anzusiedeln und ich werde jetzt erstmal die beiden Smartphones von den Spezifikationen und so weiter euch etwas genauer vorstellen. Mir persönlich gefällt diese Farbe Supernova wirklich sehr, sehr gut. Des Weiteren gibt es auch noch eine goldene Farbvariante und eine schwarze Farbvariante. Beim Go-Modell gibt es noch weitere Farbvarianten. Hier hat mir jetzt Anthrazit, so einen Grauton, dann auch nochmal Supernova und eine schicke rote Farbvariante. Die Smartphones machen auf mich auf jeden Fall auch einen wirklich sehr hochwertig verarbeiteten Eindruck. Die Rückseite besteht hier aus Kunststoff und hat so einen spiegelnden Effekt, was auch wirklich extrem cool aussieht. Auf der Frontseite hat man ein 5,93 Zoll großes Display im 19:9 Format mit einer Full HD Plus Auflösung. Die Farben, Kontraste und so weiter wirken auf jeden Fall sehr natürlich, nicht zu stark gesättigt. Das gefällt mir auf jeden Fall sehr gut und macht einen guten Eindruck. Schauen wir mir jetzt mal auf die Rückseite der Geräte. Fangen wir beim Go-Modell an. Hier haben wir jetzt eine 12-Megapixel-Kamera mit einem Sony-Sensor. Ich habe ein paar Bilder jetzt auf der Messe gemacht und die Bilder wirken auch sehr farbecht, nicht zu kontrastreich oder zu stark gesättigt. Genaueres wird hier allerdings der Alltagstest zeigen. Beim View 2 Plus, da haben wir jetzt eine Dual-Kamera. Einmal einen 12-Megapixel-Sensor und einen 5-Megapixel-Sensor. Somit sind auch Bokeh-Aufnahmen ohne Probleme möglich. Kommen wir als nächstes zum Thema Performance. Verbaut ist hier das Snapdragon 430 beim Go-Modell und beim View 2 Plus. Hier ist das Snapdragon 450 verbaut. Ich habe so ein bisschen auf der Messe mit dem Smartphone rumgespielt und das Smartphone auch wirklich sehr flüssig funktioniert. Es gab jetzt nicht unbedingt Ruckler oder dass sich das Smartphone aufgehängt hat und so weiter. Des Weiteren hat man beim View 2 Go 3 GB Arbeitsspeicher und 32 GB internen Speicher. Beim View 2 Plus hat man 4 GB Arbeitsspeicher und 64 GB internen Speicher. Der Speicher lässt sich aber auch per MicroSD-Karte aufrüsten. So kann man beim Go-Modell das Ganze auf 128 GB aufrüsten und beim View 2 Plus auf 256 GB. In Sachen Akku ist bei beiden Geräten ein 4000 mAh Akku verbaut, ist wirklich einiges. Und der Hersteller sagt, dass man bis zu 24 Stunden bei intensiver Nutzung hiermit ohne Probleme auskommt. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt, klingt auf jeden Fall richtig, richtig gut. Schauen wir jetzt nochmal auf die Rückseite des View 2 Plus, denn hier hat man jetzt einen Fingerabdrucksensor, um das Smartphone entsperren zu können. Eine weitere Möglichkeit besteht ebenfalls noch per Gesichtserkennung. Das funktioniert auch wirklich sehr schnell und zuverlässig. Alles im Allem machen die Geräte auf mich auf jeden Fall einen wirklich sehr soliden Eindruck. Das View 2 Go kostet 159 Euro und das View 2 Plus kostet 249 Euro. Preis-leistungstechnisch bekommt ihr hier auf jeden Fall einiges geboten in Sachen Design, Kamera, aber auch Performance. Auf mich machen die Geräte auf jeden Fall einen sehr soliden Eindruck. Bin ich mal gespannt, wie sich das Ganze so im Alltagstest schlägt, aber so vom ersten Eindruck her auf jeden Fall ein richtig gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Nun sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Alle Links zum Produkt, die findet ihr ebenfalls unten in der Videobeschreibung auch nochmal verlinkt. Und ich würde sagen, ich schaue mir jetzt nochmal ein bisschen die Messe an. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Bis dann, macht es gut. Ciao.